Weiter geht's weiter mit Madagaskar. Falls sich über das Bild wundert, beim Rahmen machen kam ich aus Versehen auf den Bildschirm und ja, da sind wir. Hi Jessi! Hallöchen! So, du kannst direkt mit Lesen starten. Okay. Wo bin ich? Oh, ich hatte Kopf, du hust jetzt richtig widerlich, ich so. Wo wir in der letzten Folge über das Kotzen geredet haben. Ey, was ist eigentlich los in diesem Projekt? Wir reden über das Kotzen, wir reden über Vogelscheiße. Dieser Stream läuft seit 20 Sekunden oder so und du hast jetzt schon so viel Müll gelabert, dass es eigentlich für die ganze Aufnahme reicht. Jetzt kommt wieder meine beste Mail mit Stimme. Beziehungsweise ich war ja auch nicht ganz untätig. Eben. Oh, ich kann nicht sehen. Hilfe! Wie findest du eigentlich, spreche ich Mailman? Ey, wie ihr guckt! Keine Sorge, Mailman. Ich hab dich. Oh mein Gott. Die Göttin. Ach, wenn ihr genug rumgelabert habt, könnte mir jemand sagen, welcher Zoo das ist und wo die Menschen sind. Stimmt ja, ich kenne gar nicht die Außenwelt. Ja, sehen wir uns mal um. Oh, an die Musik erinnere ich mich sogar. Das ist jetzt die richtig tropische Musik. Ey, ich erinnere mich an das Level. Da kommen Erinnerungen gerade hoch. Und ich glaube, ich fand es echt schwer. Oh, wie... Sie kann doch nicht tauchen. Also, wie jetzt lernen, guck. Da sind die Münzen unten. Mhm. Okay, Jessi. Wo wir jetzt hier gerade so am Strand sind. Ich bin ja nicht der größte Strandfan. Was hältst ihn, so gut es geht. Ja, was hältst du davon, dass ich so ein Strandgegner bin? Also ich finde es schon traurig. Ich meine, also an die Zuschauer, was haltet ihr davon, wenn man einen Urlaub am Meer macht, dass man dann kein einziges Mal nicht mal mit den Füßen ins Meer geht? Das ist doch krank, ich oder? Ich komme immerhin mit zum Strand, leg mich da auf eine Liege, esse Pommes. Und spielst Nintendo. Ja, richtig. Ja, aber das... Also ich meine, ich bevorzuge auch Pool, weil ich da halt besser tauchen kann. So, mit Salz geht das natürlich nicht so gut. Klar, ja. Kann ich warum auch immer gut ab. Ist bei aber mir genauso. Salzwasser wäre bei Augen so richtig Meerwasser, rot. Meerwasser, irgendwo ist das doch voll schön. Einfach so, das so an den Füßen zu spüren zumindest. Du musst ja nicht ganz reingehen. Mag ich überhaupt Dennis, nicht. Was meinst du dazu? Findest du das auch blöd, dass Nick nicht mal mit dem kleinen Zeh ins Meer geht? Aber tatsächlich... Wenn man schon mal am Meer ist, also ihm hätten wirklich nur so 20 Meter gefehlt, dann hätte er das Meer berühren können, aber er wollte nicht. Nee, hab ich gar nicht eingesehen. Nee. Oh, die das ist doch schon krank, oder? Ey. Also, und das war jetzt auch nicht so ein ekliger Strand, der dann total steinig ist und wehtut oder so. Nee, nee. Ein Sandstrand, war schon ja ganz nett. Also, man hätte da durchaus schön reingehen können. Der Goldstrand ist schön in Bulgarien. Schön aussehen tut er. Die Pommes sind auch lecker, die es da gibt. Oh, Jessi. Das Meer ist auch schön. Jessi, weißt du, was ich gestern zu Erik sagte? Aber war so zu Erik? Ich glaube, ich sagte zu ihm, es kommen derzeit bei mir Urlaubsgefühle hoch. Was glaubst du, was meine Antwort darauf war? Also er hat warum gefragt und jetzt rat mal, was meine Antwort war. Pommes. Ja, tatsächlich. Ich habe mir Pommes gemacht und das hat mich so an den Urlaub erinnert. Ich habe gestern auch Pommes gegessen. Oder war es vorgestern? Also ich habe an beiden Tagen Pommes gegessen, deshalb wollte ich heute eigentlich einkaufen, weil ich bin ja eingeschlafen nach der Arbeit, als ich so fertig war, nachdem ich hier das Teil gegessen habe. Den Marzipankuchen. Ich habe mir heute Crepes gemacht. Oh. Gestern habe ich ein Pizzabrötchen gemacht, mit Nicoles Rezept, was richtig gut war. Also falls sie das auch guckten und nicht nur Dennis, nochmal Dankeschön. Ey, Jessi. Jessi, möchtest du den Zuschauern mal erzählen, was ich kochtechnisch letzten Donnerstag für ein mieses Schwein zu dir war? Nein, möchte ich nicht. Es war nämlich ein sehr verletzendes Ereignis. ich war nämlich krank,
hatte eine Bronchitis und eine Nasennebenhöhlenvereiterung, richtig geil. Übrigens, Jessi, ich habe nämlich erfahren, dass Hochziehen gar nicht so schlecht ist. Ich ziehe ja nie den Schnodder hoch, sondern schneuze aus. Und der Arzt hat mir erzählt, dass ich dadurch eine Nasennebenhöhlenvereiterung bekommen habe. Weil dadurch pustet man den Schnodder in Nebenhöhlen. Ich habe immer eine Stirnhöhlenvereiterung bekommen, weil ich hochgezogen habe und sich das da festgesetzt hat. Ach, Stirnhöhle war es bei dir, ja. Stirnhöhle kriegt man durchs Hochziehen und Nasennebenhöhle durchs, durchs Schneuzen. Das heißt, Schnodder laufen lassen und wegwischen. Heißt, du musst immer hochziehen und ich muss immer schneuzen und dann sind wir zufrieden. Ja, quasi. Da springt Gloria da extra hoch, weil sie fett ist? Nee. So, also jetzt, nachdem wir so ein schönes Ekelthema haben, wieder zurück zum Essen? Ja, denn am Donnerstag haben Jessi und ich uns dann zum Telefonieren online getroffen. Und was mache ich dann, während wir die legendäre Sendung Im Namen der Gerechtigkeit geguckt haben? Ich habe mir ihr Lieblingsessen gemacht. Richtig geilen Lachs und den provokant in der Kamera gegessen. Habe ich nur gemacht, weil ich wusste, dass Jessi zuguckt. Also das nächste Mal, wenn du wieder so krank bist, dass du nichts riechen und schmecken kannst, dann setze ich mich einfach mit einem Pot Pommes dahin und filme, wie ich den nach und nach leer esse und genieße. Oh, das ist gemein an der Stelle. Das ist so gemein. Ich meine, du konntest ja riechen und schmecken. Hast du denn eigentlich irgendein spezielles zubereitetes Lieblingsessen? Weil da hatte ich ja schon einmal überlegt, was ich mir sonst richtig Geiles zubereiten könnte, wo du dann voll neidisch bist. Weil das ja auch so ein bisschen so bei Pommes, klar, ich hätte mich da hinsetzen können und mich rächen können und Pommes essen können, aber wenn du gerade welche eingefroren hast, hast du in 20 Minuten auch welche, so. Ja, eben. Hast du irgendwas? Lasagne oder so? Lasagne ist schon geil. Findest du Lachs glaube ich selber geiler, oder? Ja. Das ist schon ungünstig. Ich habe schon wieder überlegt, ob ich morgen Lachs einkaufen gehe. Oh, jetzt habe ich wieder Bock auf Lachs, du Drecksack. Gern geschehen. Aber an der Stelle kannst du auch mal erzählen, was ich für ein süßer Bruder war. Neulich. Ja, warst. Vergangenheit, genau. Als ich das letzte Mal bei ihm war, weil wir da nicht online telefonieren mussten, weil er krank war, da hat er mir netterweise auch Lachs zubereitet. Und? Ein Himbeertraum. Und einen tollen Nachtisch dazu. Ja, ich habe Jessi dazu allem eingeladen. Ja, Jessi war da der Zeit nicht so gut drauf und dann dachte ich mir so, bin ich ein guter Bruder und lade die Frau mal ein. Habe ich ihr Lieblingsessen gehabt und ihr Lieblingsnachtisch. Ja, ich lade dich da jetzt noch nicht wöchentlich ein. Ja, prinzipiell kommst du ja übermorgen, ne? Ja, kommt drauf an, wie krank du da noch bist. Ja. Sobald ich nämlich etwas krank bin, was das öfter vorkommt, weil ich im Kindergarten arbeite, meidet Jessi mich. Das, obwohl ich so ein guter Bruder bin. Weil wir uns ständig hin und her angesteckt haben. Das war nicht clever. Da haben wir uns nicht gemieden und dann waren wir andauernd krank vor Weihnachten in einer Tour. Das stimmt. Ey, Jessi, guck mal, ich bin noch keinmal gestorben heute im Level. Bin auch gerade echt hart überrascht. Ich finde, ich bin gerade voll souverän, weil ich so vertieft in das Thema bin. Und wie geil ist denn dieser Blumenstrauß? Der heilt ja richtig viel. Jetzt ist ja auch ein Strauß. Hm. Oh, Jessi, kennst du die Klamottenmarke Engelbert und Strauß? Das ist so für so Bauarbeiterklamotten. Kennst du das? Nee, so oft trage ich sowas nicht. Auf jeden Fall ein Kindergartenkind. Ich wohne ja in einem Dorf, ne? Das heißt, die Jungs sind begeistert von sowas wie Bauernhöfen oder Bauarbeitern. Oh, ne? Stimmt. In der einen Grundschule hatten die auch immer diese grünen Gärtnerhosen. Genau, genau, so ist bei mir im Kindergarten auch. Und der Junge zeigt mir immer richtig stolz, wenn er neue Engelbert und Strauß-Sachen hat. Oh, heute hat er einen Strauß-Pullover an. Da war wirklich ein Strauß drauf. So. Ist das nicht cool hier? Das Letzte, was ich einem Kind anziehen würde, wären doch Hosen mit möglichst vielen Taschen.
da gefühlt in jeder Tasche immer Erde oder sowas ist. Oder irgendwelche anderen eher komischen Steine. Dinge. Eher sammeln sie Steine. Ja, aber wenn sich so im Sandkasten gesuhlt wird, dann ist das ja automatisch alles voll mit Sand. Also wenn ich damals ins Babysitten zurückdenke, da hat mir Tina damals verboten, dass ich ihrem Sohn Socken in Sandalen anziehe. Nachdem ich das mal gemacht habe und sie es gesehen hat, meinte sie so, Nick, das kann es nicht bringen. Mein Kind ist cool, der trägt keine Socken in Sandalen, das fängst du dir nicht an. Sie hatte kein Problem damit, dass ich ihn zum Schlagerfell mache, aber Socken in Sandalen. Da war eine Grenze. Traurigerweise ist es doch letztes Jahr offenbar modisch gewesen, auch irgendwie Sandalen in Pumps oder so zu... Socken in Pumps zu tragen. Als ob. Ja, ich finde das so schlimm. Guck mal, jetzt passiert das. Ganz furchtbar. Guck mal, der Satz passt. Der Satz passt, der jetzt kommt von Alex. Bin ich so auf diesen Hippies, die Hippies. Nee, gibt's keine Menschen, Alex. Oh mein Gott, Gloria, dieser edle Tanz. Oh, der Hüftschwung. Die Frau weiß, wie man sich bewegt. Das stimmt an der Stelle. So, Jessi, was meinst du? Machen wir noch was in der Folge oder lassen wir es bei einer kurz produktiven Folge? Du entscheidest. Glaube, dass Dschungelsound heißt, könnten hier die Lemuren eingeführt werden. Also in nächsten Folge. Möchtest du das wirklich noch aufschieben? Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde es zeigen. Als zumindest recht. Einmal kurz gucken, ob es der Fall ist. Okay, weißt du, welchen Sound man auf jeden Fall im Dschungel hört? Ich bin ein Star! Holt mich hier raus! Wusstest du, dass es von den ersten Dschungelcampern ein Lied gibt? Das ist super. Da singen sie, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Dieser Dschungel ist die Hölle. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wichtig ist, dass die Star nicht Star sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, daran merkt man, wie alt das schon war. Ja. Jessi, wie kann es eigentlich sein, dass wir jede zweite Folge singen? Das fragt sich Dennis auch. Nee, denkt sich, oh, noch ein Hit. Noch ein Hit von den, ich wollte gerade von den Jungs sagen. Von den Rohren. Jessi, wir sind eine Band namens Die Rohre. Vor allem, niemand von den Zuschauern kennt ja meinen Nachnamen, ne? Aber man weiß aus vielen Projekten, das hat irgendwas mit Röhren zu tun. Oh, Röhren. Mehr verrate ich nicht, denn zum Beispiel ein Pilz spielt, das ist die Röhrling und ich sage so, ey, das ist wie mein Nachname. Da habe ich auch einen Kommentar drauf bekommen. Nick Röhrling, finde ich gut. Die Leute denken wahrscheinlich, ich habe auch mal in einer ganz alten Wizard-Staffel, wo ich noch nicht meinen Nicknook-Instagram-Account hatte, da habe ich wirklich meinen Privat-Instagram-Account-Namen gesagt. Oh, jetzt sucht sich Dennis schon die Folge raus. Und ist in der ersten Wizard-Staffel Dennis. Und da steht ja auch nur Rohr drin. Jetzt jemand denken alle, wie heißt ein Rohr mit Nachnamen? Ich meine, so abwegig ist es nicht. Okay, Melman. Oh, langsam, Leute. Diese Natursimulation ist ja ganz hübsch, aber es fehlt ein befestigter Weg. Melman fällt das so gar nicht auf in dem Bild. Das könnte auch eine Palme sein. Ich habe jetzt erst realisiert, dass Melman da steht. Das erste Mal ist das ironisch. Nee, ich finde echt, der sieht aus wie eine Palme. Hast du ihn direkt gesehen? Zum Geburtstag. Viel Glück. Na los, Melman. Ich höre Musik. Und wo es Musik gibt, da sind auch Menschen. Bestes, ja, sie hört, ich bin ein Star. Hol mich ein. Sie hört, I like to move it, move it. Stimmt. Hört sich an, als käme die Musik von da vorn. Warte, ich muss kurz den Kaffee extra auf du liest jetzt. Lass uns irgendwie mal nachsehen. Glaube ich, in diesem Level treten die Lemuren noch nicht auf, sondern dann im nächsten, wenn man das hier abgeschlossen hat.
Warum hast du nicht gelesen? Ich glaube, du nutzt die Zeit, während ich überhaupt meinen Kaffee exe. Jetzt war es auffällig. Danke, Jesse. Du hast den Moment meiner Tarnung versaut. Ich hatte es sogar angemerkt. Ich hatte was erzählt und ich dachte, ich warte, bis du ausgetrunken hast und dich dann auch dazu äußern möchtest. Meine Äußerung dazu ist übrigens, ja, ich denke auch. Dankeschön. So, vielleicht können wir dann auch endlich mit einem Aufseher reden. Okay. Und nicht Aufsehen erregen. Oh, der ist der alte Endgegner. Hä, hey, warte mal. Spinne. Hä? Ach ja, natürlich. Er tritt mal eben so das hier weg, ne? Das ist ein Haufen Steine. Danke, Jesse, dass du mir nochmal erklärst, was Treibsand ist. Ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt, dass man da nicht einsinken darf. Der treibt aber eben schon im Level. Oh Gott, aua. Das ist ein Stachelbusch, da darfst du nicht drankommen. Was ist das? Ne, der ist okay. Das ist einfach nur eine Pflanze. Oh mein Gott. Jesse, Meinung zu diesen Bäumen hier. Woran erinnern die mich? Ja, die sehen irgendwie umgekippt aus, ne? Die sehen falsch rumgedreht aus, so. Was? Also, ich finde, das sieht so aus, als hätte man die umgedreht. Also, erst ist da die Baumkrone und dann geht nach oben so. Ja, die sehen aber auch absolut unecht aus, wie so Kerzenhalter oder so. Ich wollte jetzt keinen perversen Vergleich machen. Daran habe ich allerdings auch als erstes gedacht und wollte es auch nicht sagen. Schön, dass wir uns da einig sind. Yes, yay. So, gehen wir da mal runter mit dem guten alten Melman. Den ich von allen am besten hier synchronisiere. Ja, ganz ehrlich, das hat Melman verdient. Du bist ja auch krank. Ich glaube, die kannst du auch wegniesen, oder? Was? Nein. Nein, lieber nicht. Okay. Das war so unnötig knapp gerade, Jesse. Ich habe mich gerade voll geheilt. Du willst doch nur spannend halten, gibst du. No fun. Ja, natürlich. Und der Baum hat was. Das ist lustiger, ist es für mich. Und für Dennis. Genau. Warum wollen eigentlich immer meine Begleiter in diesen Spielen, dass ich sterbe? Da war Lennis genauso bei dem Pilzspiel. Der hat auch immer gehofft, dass ich sterbe. Aber irgendwann, als ich zu schlecht war, hat sie schon richtig aufgeregt. Dann kam er immer nicht mehr drauf klar. Kann ich nachvollziehen. Oh yes! Also manchmal habe ich auch das Bedürfnis, dir die Tastatur aus der Hand zu reißen und es selber zu machen. Warum? Ich bin doch gerade... Hey. Ja, gerade geht's. Ich hätte überall landen können. Ich hätte überall landen können. Und wo lande ich? Jetzt ja, selbstverständlich landest du in den Dorf. Es war über alles frei. Die doch. Ah, so, ah, die kann das treffen. Ah, oh, ich dachte, ich sterbe. Gut. Ich dachte gerade, das war richtig dumm, dass du die genommen hast, weil die ja nur so minder hoch springen können. Aber die kann die plattwalzen. Okay, cool. Das wusste ich nicht mehr. Hm. Oh, die Spinne will auch immer Endgegner bleiben. Oh Gott, das Wasser. Oh. Okay. Diesen schwierigen Teil haben wir schon mal geschafft. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir an der Stelle weiter, oder? Hört sich gut an. Gut. In diesem Sinne, Gloria, die fühlt den Rhythmus, genau wie Alex. Melman, ja, der ist da. Also dann, tschöbidö und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Dennis.